Spieler wünschen sich mehr Inklusion in Videospielen, Epic liest unerlaubt Daten von Steam aus und Paradox Interactive versprechen etwas Großes für die Game Developers Konferenz am 21. März. Ich bin Natascha Becker und das sind die News. Am 12. April die ROG Convention 2019 im Landschaftspark Duisburg-Nord. Jetzt Tickets sichern. ROG-convention.de. Der Epic Launcher liest unerlaubt Daten von Steam aus. Einige Daten von Steam, zum Beispiel die Liste der Spiele, die ihr gespielt habt, oder eure Freundesliste, werden lokal auf eurem PC gespeichert. Diese Dateien sind privat und nicht dazu gedacht, von Software ausgelesen zu werden. Der Epic Launcher hat aber genau das gemacht, und zwar indem er euren PC aktiv nach diesen Informationen untersucht hat. Epic haben bereits zugegeben, dass das passiert ist und versprochen, an einer Lösung zu arbeiten. Die Lösung ist allerdings jetzt scheinbar dem Chef Tim Sweeney nach, dass der Epic Launcher die Daten in Zukunft nur noch mit der expliziten Erlaubnis des Nutzers auslesen wird. Tatsächlich widerspricht das allerdings immer noch den Nutzungsrichtlinien von Steam, die in einer Stellungnahme nochmal ausdrücklich betonen, dass es sich dabei um private Nutzerdaten handelt, die auf eurem PC gelagert werden und nicht dazu gedacht sind, von anderen Programmen ausgelesen oder zu einem Third-Party-Service hochgeladen zu werden. Es gibt außerdem eine offizielle Steam-API zu diesen Daten, die auch von anderen Launchern wie zum Beispiel Uplay ausgelesen wird, um eure Freundesliste zu importieren. Der Epic Store steht seit seiner Veröffentlichung wegen Sicherheitsbedenken in der Kritik. Unter anderem widersprechen seine Nutzungsrichtlinien der DSGVO. All right, people, let's search this dump and get out of here ASAP. Dump? What's wrong with the Durberg? Eine Umfrage des Global Consumer Insights Teams von EA hat ergeben, dass mehr als die Hälfte der befragten Spielern Inklusion in Videospielen für wichtig halten. Nur eine Minderheit der Teilnehmer gab an, dass sie sie nicht für wichtig halten und nur 7% der befragten Spieler sagten, sie würden Spiele, die Inklusion beinhalten, eher nicht spielen. Inklusion betrifft, der Aussage von Jenny Shi von EA nach, für den Publisher, dass Charaktereditoren verschiedene Hautfarben und Körperformen zulassen, dass Geschichten Charaktere mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen beinhalten, zusätzlich Features, die benachteiligten Menschen das Spielen ermöglichen und eine gesunde und freundliche Chat-Erfahrung. Besonders letzteres ist ein großes Problem für viele Spieler. 14% der Spieler gaben sogar an, dass sie aufgehört haben, ein Spiel zu spielen, wenn ihnen toxisches Verhalten entgegengebracht wurde. Ein Großteil der Spieler sieht keine Verbesserung im zwischenmenschlichen Umgang online. Diese Umfrage zeigt auch, dass oft heftige Gegenreaktionen offenbar nur von einigen wenigen Menschen, definitiv aber einer Minderheit ausgehen. Mehr zu der Umfrage und einen Link zu den Ergebnissen findet ihr in der Videobeschreibung. It's cute that y'all think you're the heroes of this little adventure. But you're not. Die Hinweise auf ein neues Vampire the Masquerade verdichten sich. Nach der rätselhaften Dating-App Tinder, bei der man unter anderem seine Blutgruppe angeben konnte, gibt es jetzt endlich ein paar etwas eindeutigere Andeutungen. Paradox Interactive veröffentlichte nämlich auf Twitter ein paar Bilder von Schauplätzen aus Vampire the Masquerade Bloodlines von 2004. Zu sehen sind unter anderem das Surfside Diner, das Ocean Hotel und die Malkavian Mansion. In dem Tweet dazu verspricht Paradox etwas Großes für die Game Developers Conference am 21. März. Das könnte natürlich eventuell ein Remake von Vampire the Masquerade Bloodlines sein oder auch eine komplette neue Fortsetzung des Rollenspiels mit eventuellem neuem oder verbesserten Regelwerk. Die Rechte an White Wolf und an dem geistigen Eigentum von White Wolf, darunter eben auch Vampire the Masquerade als Teil der World of Darkness, wurde Oktober 2015 an Paradox Interactive verkauft. I don't have any reason to trust the Tremere. They're creepy and I think they like it that way. Und es gibt mal wieder was zu gewinnen. Wir sind nämlich mit Max und GameStar auf der ROG-Convention und da wollen wir euch natürlich dabei haben und deswegen verlosen wir zweimal Premium-Tickets und eine Asus Gaming-Grafikkarte im Wert von 660 Euro. Mehr Infos zum Gewinnspiel und wie ihr teilnehmen könnt, findet ihr auf gamestar.de/ROG oder ihr klickt einfach auf den Link in der Videobeschreibung. Das war's für heute mit den News. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, viel Spaß und guten Loot.